Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Blackbox Men Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 89,99 ist der reguläre Preis von diesem Schätzelein und ich glaube, mittlerweile dürfte der sogar ausverkauft sein. Ich hatte den damals mit, ich glaube, 40% oder 50% Rabatt im Pre-Sale schon schießen können, bin aber nicht dazu gekommen, dieses Video zu drehen. Nun sind wir hier, vielleicht relevant für euch für nächstes Jahr. Ein schöner Warenwert soll hier drin sein, 245 Euro und da bin ich mal gespannt, ob das tatsächlich ein Adventskalender ist, den man sich anschauen kann. Den Start macht wie immer der 1. Dezember, der sehr, sehr leicht ist und ein sehr, sehr kleines, teures Typchen enthält. Damit ist der Adventskalenderwert schon bei 100 Euro, würde ich mal so tippen. Ne? Hyaluronic Shea Butter Goji Berry Avocado Age Radiance Brightening and Depuffing Hyaluronic Overnight Eye Recovery Mask von... ja, Avant. Diese Marke finden wir in dieser Reihe der Adventskalender doch irgendwie gefühlt jedes Mal. Und zack, musst du nur noch 145 Euro Warenwert im Prinzip reinpacken. Das ist schon so... weiß ich nicht. Mal gucken. Nichtsdestotrotz, eine Augencreme ist wundervoll und finde ich klasse in einem Adventskalender. Auch für Männer, ne? Die Nummer 2 habe ich jetzt hier am Start und es hört sich an, als wäre da ein Badesalz oder so drin. Nein, es ist etwas zu essen. Ein Braten-Magic, geschmort, gebraten, Food-Finisher für Power-Geschmack. Also das ist eine Gewürzmischung. Wir haben, wie heißt die Marke Food-Finisher? Ich weiß es gerade, Luis Diaz GmbH, keine Ahnung. Luis Diaz Spice, das hatten wir jetzt öfters auch schon mal in solchen Boxen drin von, ich glaube, ja, das waren aber auch so, ne, Blackbox Men und sowas. Und ich glaube, sowas kommt ganz gut, weil damit kann man dann auf jeden Fall schon so ein bisschen was aufpeppen und Männer ernten oder Menschen, die den Adventskalender öffnen und das Produkt verwenden, ernten dadurch vielleicht ein paar O's und A's, weil man halt etwas Spezielles auf den Herd, auf den Teller gebracht hat. Keine Ahnung, das kann man vielleicht so sehen, ich weiß es nicht. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und die ist sehr, sehr, sehr groß. Das heißt, die kann man ordentlich befüllen oder viel befüllen. Man kann aber auch ein Produkt so reinmachen, gut, aber zum Wiederbefüllen ist es halt richtig gut, muss ich sagen. Von Alpecin Koffein Hair Booster, Hair Tonic zur Leistungssteigerung der Haarwurzeln nach dem Waschen. Für starkes und griffiges Haar, ich finde es cool, 75 ml. Mein Papa hat sowas damals immer sehr, sehr viel verwendet, aber ganz ehrlich, also der hätte es eigentlich nie gebraucht, weil Papa hat wirklich sehr, sehr volles Haar und der ist auch schon über 60, also von daher braucht er sich gar keine Gedanken machen. Ich habe keine Ahnung, warum der sowas damals eigentlich verwendet hat, aber ich könnte vielleicht den einen oder anderen Mann dafür begeistern, das zu verwenden. In meinem Umkreis gibt es da ein paar. Aber das ist, ne, man will ja auch nicht irgendwie frech sein oder so, aber man kann es anbieten, vielleicht in so eine Kiste reinmachen und fragen, hey, hast du Bock, was daraus zu benutzen? Hier haben wir die Nummer 4. Oh, die wäre übrigens da gewesen. Habe ich jetzt ganz toll gemacht. Und hier haben wir wieder Food drin. Finde ich das jetzt schlimm, dass Food und Beauty im Wechsel ist? Nun ja, ich bedenke ja selber, dass ich auch Adventskalender befüllt habe, auch für Männer, also für meinen Stiefpapa habe ich einen befüllt, für, ja gut, manche habe ich kombiniert, dass ich da dann auch sowohl für meine Schwieger, als auch mein Schwiegermama, als auch für meinen Schwiegerpapa was reingepackt habe. Da habe ich tatsächlich auch mit Food gearbeitet, weil ich denke mir auch immer, Futter geht irgendwie immer, ne? Von Wader Joe's Core Bar White Chocolate Coconut Flavor ist schon meine Welt, ne? 45 Gramm. Kokos mag nicht jeder. Ich mag es richtig gerne. Ich bin ja auch ein Bounty-Fan und ja, deswegen, das passt. Der 5. Dezember. Hier habe ich was von Seins drin, eine Tuchmaske. Die Marke kennen wir aus dem DM und die ist mir persönlich sehr sympathisch. Die haben auch, so wie ich das mitbekommen habe, recht gute Inhaltsstoffe und ein sehr ansprechendes Design für Männer. Also mein Freund hat zum Beispiel auch so von mir, oder war das irgendwo in der Box drin oder habe ich das mal gekauft, so ein Duschgel und das ist in so einer Verpackung, die aussieht wie so ein Benzinkanister, feiert der. Ist auch mittlerweile leer, aber fand er sehr, sehr cool. Und hier ist halt eine Tuchmaske, Moisture Effekt, Hyaluron, Schwarztee-Extrakt mit drin und ich finde auch, Männer können sehr, sehr gerne Tuchmasken tragen. Das ist manchmal mit Bart ein bisschen schwierig. Aber es ist ja auch nicht, also das können Männer und Frauen, beide können dieses Produkt verwenden. Natürlich haben Männer und Frauen auch unterschiedliche Haut. Also Männer haben eine dickere Lederhaut, so nennt sich diese eine Hautschicht, die einfach bei Männern etwas ausgeprägter ist. Deswegen ist es ganz gut, wenn es explizit auch Pflegeprodukte für den Mann gibt, ne?
Aber ansonsten, ich habe auch schon andere Tuchmasken für den Mann verwendet. Aber ich wüsste auch tatsächlich den einen oder anderen Mann in meinem Umfeld, der sich über eine Tuchmaske freuen würde. Ja, ich bin jetzt echt gespannt, was die sich überlegt haben, was an Nikolaus für einen Mann cool sein könnte. Socken gehen immer, finde ich persönlich. Das ist immer eine schöne Sache. Ansonsten haben wir jetzt hier von Nivea Men etwas drin. Sensitive Gesichtspflegecreme, Lichtschutzfaktor 15. Ja, pflegt und beruhigt für empfindliche Haut. Du hast hier wirklich nur einen sehr, sehr niedrigen Lichtschutzfaktor drin, aber haben ist besser als brauchen, sag ich immer. Und ich mache das eh lieber, dass ich nicht eine Gesichtscreme mit Lichtschutzfaktor verwende, sondern zusätzlich Lichtschutzfaktor, weil ich das dann auch in der richtigen Menge auftragen kann. Ist eine Full Size mit 75 Millilitern, finde ich auch für eine 6 ganz schön. Aber ich persönlich finde, es hätte auch noch ein bisschen knalliger unterwegs sein können. Die Nummer 7 fühlt sich sehr, sehr schwer an. Da habe ich jetzt große Hoffnung, dass wir hier auch was Fantastisches drin finden. Warum machen die das nicht in die 6? Das ist schon sehr bekloppt. Also das hätte ich jetzt wirklich hart getauscht. Gut, meistens ist es so, dass die Firmen, wenn die ja solche Multi-Brand-Adventskalender rausbringen, ne, die Kläppchen quasi verkaufen an die jeweilige Firma und die andere Firma das dann auch so befüllt, wie die meinen. Oder man kann das kaufen als Blackbox-Men oder so, ne? Je nachdem. Und hier haben wir jetzt nämlich in der 7 ein Parfum drin. Das hätte ich safe in die 6 gepackt. Das, hä? Ergibt für mich keinen Sinn. S. Oliver, Follow Your Soul, Men Eau de Toilette, 30 Milliliter. Das ist wirklich ein ganz toller Duft. Den hat mein Freund auch, glaube ich, sogar schon da. Ist ein sehr zurückhaltender Duft. Ein sehr schöner Duft. Ja, einfach ein gefälliger Duft. So kann man das, glaube ich, ganz gut definieren. Sieht auch wunderschön aus, ne? Ist halt wie so ein Diamant. Und deswegen, also ich finde es schön, aber ich hätte es halt safe in eine 6 gepackt. Ja, das hat er da. Und es ist halt wie bei vielen, also diese S. Oliver und Esprit-Düfte und so weiter. Bei mir persönlich ist es so, und auch weil es halt ein Eau de Toilette ist, das verfliegt relativ schnell. Das ist halt mal eben so ein Duft, den ich drauf mache, wenn wir einkaufen fahren oder so. Aber nichts, was ich drauf mache, wenn wir jetzt abends essen gehen würden oder Party machen gehen würden oder so. Dann schauen wir mal, ob die Nummer 8 macht, dass es kracht. Die haben etwas zu essen hier drin. Das ist ja witzig. Ich kenne Bachblüten, aber ich kannte das noch nicht als Bonbons, 10 Bonbons. Bachblütenessenzen mit Vitamin B5 und B12, RR Plus Vitamine, gar keine Ahnung, was das ist. Ja, hört sich auf jeden Fall sehr cool an, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Ich finde es auf jeden Fall besser, dass die das hier reingepackt haben, als wenn die jetzt irgendwelche Tropfen mal wieder reingemacht hätten. Das brauche ich jetzt so nicht, weil das hat halt immer irgendwie auch diesen Nahrungsergänzungsmittel-Vibe mit dabei. Aber ja, die Bonbons werden wir hier essen. In der Nummer 9 darf sich der Mann über etwas Kleineres freuen, was aber auch ein gewisses Gewicht hat, und zwar von American Crew Fiber. High Hold Low Shine, das ist ein Haarprodukt, Official Supplier for, to Men, okay. Wir haben hier drin eine Menge von 50 Gramm und das gibt Textur in die Haare und macht das Ganze etwas dicker und griffiger und so. Das ist natürlich nett, ne? Sofern der Mann entsprechend eine Frisur trägt, wo man sowas verwenden kann. Mein Freund hat 3 mm, da kommt das jetzt nicht so an. In der Nummer 10. Aber es ist natürlich auch immer schwierig, einen Adventskalender zu gestalten, der allen gefällt. Von daher, manche Dinge, ne, das ist dann halt einfach so für mich persönlich. Eva sieht Fußbalsam, das werde ich mopsen, das werde ich selber verwenden. Ich glaube aber, von dem habe ich noch ein Backup da. Spendet Feuchtigkeit, erfrischt die Füße, desodoriert, pflegt und belebt. Das sind 75 Milliliter, das ist jetzt nicht so super teuer oder so. Das ist ein klassisches Produkt. Ich mag aber gerne Fußprodukte. Verwende ich ständig. Also jeden Abend creme ich mir die Füße ein und das kann ich mir richtig gut für den Sommer vorstellen, weil, oder gerade wenn ich jetzt hier oben dann im Hochsommer nächstes Jahr wieder sitze und Adventskalender auspacke, weil da kochen meine Füße, ne? Und deswegen, ich finde es gut. Eine sehr kleine, sehr leichte Nummer 11 haben wir hier. Ich hoffe nicht, dass wir in diesem Adventskalender übrigens auch Gutscheine finden. Hatten wir ja bei den Damen-Adventskalender das ein oder andere Mal, was auch generell nicht so gut ankam. Oha, wir haben hier noch eine Maske. Jetzt aber nicht für Feuchtigkeit, sondern von Seven's Heaven for Men, eine Blackhead Buster Peel-Off Mask. Ich glaube, die hatten wir letztens auch hier mit 10 Millilitern, ne, in der Box mit drin. Finde ich gar nicht geil. Also ich stelle mir das halt auch echt schlimm vor, weil wenn ich ja schon bei Peel-Off Masken denke, oh mein Gott, das reißt mir ja alle Härchen aus dem Gesicht. Ne? Ich habe keinen Bart und also ich habe einen Pflaum, den ich mir ab und an mal rasiere. Aber wenn ich drüber nachdenke, ein Mann, der wirklich einen Bart trägt, macht sich diese Maske unwissentlich komplett auf das ganze Gesicht.
und epiliert sich damit dann ja quasi das komplette Gesicht. Ich glaube, danach hat er nie wieder Bock auf eine Maske. Halbzeit, die Nummer 12, ist auch wieder eine sehr leichte Geschichte. Vielleicht die dazu passenden Augenpads oder so. Nein, es ist ein kleines Typchen, Advanced Genifique von Lancôme. Concentré, also ein Youth Activating Concentrate mit 5 ml. Das ist dieses Serum, was wir Frauen auch öfters mal in Adventskalendern finden. Und ja, ist okay, ne? Also nicht ist okay, ist ein ganz, ganz tolles Produkt. So, aber ich persönlich frage mich dann halt immer, wie gesagt, also Männer haben ja auch immer entsprechende Hautbedürfnisse und so. Ist das wirklich für einen Mann geeignet? Also das gibt schon Feuchtigkeit, aber ich würde meinen, also weiß ich nicht. Hat jetzt auch nicht einen spezifischen Duft oder so, deswegen kann das wirklich durchaus passieren oder funktionieren. Aber ja, aber wir haben Serum hier drin. Das finde ich positiv. Serum, Creme, ne? Da sind wir schon mal so ein bisschen im Hautpflegesektor. Und wir haben die erste Halbzeit rum und ich glaube noch gar kein Duschgel. Da haben andere Adventskalender schon 5 drin gehabt. Und nein, ich muss das kurz revidieren. Ich finde es tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, dass wir dieses Advanced Genifique drin haben, weil das ist ein gutes Produkt, ne? Deswegen, nicht beschweren, weitermachen. Hier habe ich jetzt den Anfang der zweiten Halbzeit, die Nummer 13. Und hier haben wir einen Shot drin. Oh, sowas mag ich ja auch ganz gerne. For a good drive, Driver Shot mit Koffein, Matcha und Guarana. Wow. Und 7 Vitalvitamine, Magnesium und Zink. Das ist natürlich richtig cool. 60 ml. Und das ist so ein Produkt, das hört sich echt witzig an, aber wenn du halt auf einer Party Fahrer bist, gibt es durchaus Menschen in diesem Universum, die das kacke finden. Und die dann vielleicht irgendwann müde werden und nölen und nach Hause wollen und die Alkohol trinken, sagen, nein, Party on! Und dann kann einer von den Menschen, die mitgenommen werden, sagen, hier, ich habe sogar für dich einen Driver-Shot, dann wirst du doch die nächsten 5 Stunden mit uns überleben. Ha! Wow. Ja, also sowohl mein Freund als auch ich trinken halt relativ wenig bis gar keinen Alkohol. Ich brauche sowas eigentlich nicht, aber ich glaube, dass es einfach generell ziemlich gut ist, also cool ist und ich mag gern Koffein. Das ist halt für mich eher so ein Energy-Kick. Die Nummer 14. Hier haben wir was drin. Sport Level Sun Protecto 30, Lichtschutzfaktor 30. Das ist ein praktisches Produkt, hatte ich auch mal von einer anderen Firma. Denn das sind 20 ml plus hier dieser Lippenbalsam. Du hast hier nämlich einen Lichtschutzfaktor von 30 am Start, ne? Was du zum Beispiel fürs Gesicht verwenden kannst. Also dafür bietet sich das an, wenn man zum Beispiel jetzt so an Skifahren denkt oder so. Das ist übrigens ein Tipp, den eine von euch mir in die Kommentare geschrieben hat. So, hä, ist doch voll sinnvoll, Lichtschutzfaktor-Produkte in den Adventskalender reinzupacken. Das ist doch voll die Skisaison. Habe ich mir gemerkt. Und dann hast du hier nämlich noch diesen Lippenbalsam mit dabei. Denn die Lippen werden so oft vergessen. Und das ist sehr, sehr häufig so, dass es nicht lecker schmeckt, sich Lichtschutzfaktor, diese Cremegeschichte, die man auch aufs Gesicht gibt, ne, auch auf die Lippen zu geben. So ein geiles Produkt, dass du hier den Lippenpflegestift mit dabei hast. Voll also nicht Innovation, aber voll das geile Produkt, finde ich. Die Nummer 15 ist sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Hier ist auch was zu lesen mit dabei. Und Dent Tabs. Ja, The Toothpaste Tab. Da haben wir 10 Stück drin. Das sind Zahnputz-Tabs. Ist halt für unterwegs nicht verkehrt, weil du nimmst sie einfach im Mund, kaust und kannst dir dann die Zähne putzen. Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn man jetzt so Richtung Zeltlager denkt oder so, ne? Dass du dir einfach das mit einpackst, anstatt von einer Tube Zahnpasta. Aber warum? Also da kannst du auch genauso gut eine Tube Zahnpasta mitnehmen, meine Meinung. Also gut, du brauchst dann halt, nee, das, oder? Quatsch. Brauchst du ja bei dem anderen auch nicht, du hast dann ja schon die Pasta. Pasta, ich habe nämlich gerade gedacht, brauchst du ja kein Wasser. Doch, zum Mund ausspülen brauchst du hier ja auch Zahnpasta, Wasser. Ja, Chew Tab. Moisten Toothbrush. Brush teeth as usual. Genau, du musst ja trotzdem noch deinen Mund danach ausspülen. Nee, das war jetzt blöd, aber... Also ich brauche sowas jetzt nicht unbedingt in einem Adventskalender, wird auch keinen ultimativen Wert haben, weil das ist ja im Prinzip auch nur eine Probe, was ich in einem 90-Euro Adventskalender nicht unbedingt drin haben möchte. Aber naja, das ist jetzt unser Zahnpflegeprodukt und das ist okay. Wir machen jetzt weiter. Ich muss gerade nur an Nathalie Nord Beauty denken, die, ich glaube, beim Barbara Box Adventskalender das Ding auch ausgepackt hatte und sich so darüber aufgeregt hatte. Oh, schaut gerne bei ihr vorbei. Eine sehr, sehr authentische und sehr, sehr liebe Kollegin. Die Nummer 16 habe ich jetzt hier. Und die fühlt sich doch etwas intensiv befüllter an. Und hier ist wieder was zu futtern drin, nachdem man sich die Zähne geputzt hat. Definitiv. Red Band. Gummistäbchen. Super sauer. Mhm. Original holländische Qualität. Das dürfte auch einfach eine Originalgröße sein, eine Verkaufsgröße. Ne? Einfach ein bisschen Naschi. Kann man machen. Sauer macht glücklich.
Ne? Oh, wir sind jetzt schon am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend angekommen. Hier ist wieder ein Sachet drin. Nee, komm. Also wir haben jetzt, also ich sage immer drei von einer Sorte. Wir haben jetzt unsere dritte Maske, das reicht jetzt wirklich. Also ich hätte ja nicht damit gerechnet, dass mal ein Adventskalender, gerade ein Adventskalender für Männer, wirklich drei Masken reinhaut. Das ist krass. Shelbens Men Intense Repair Tuchmaske, bis zu 68% mehr Feuchtigkeit. Joa, erfrischt nach der Rasur, beruhigt gereizte Haut, Hyaluronsäure, Vitamin B3, das ist unser Freund Niacinamid, was so ne, unsere Haut etwas ebenmäßiger macht. Und Allantoin, ja, ne, wie hier auch eben schon gesagt, Männer mit Bart, schwierig manchmal. Aber ja, ne, ist halt jetzt die dritte Tuchmaske, das reicht dann halt auch irgendwie. Was ich halt bei Tuchmasken immer so sehe, das sind jetzt ja auch alles drei Drogeriemarken, die werden jetzt alle keinen riesen Wert haben, sind halt auch Einmalanwendungen. Ich persönlich bin aber ein Masken-Junkie, ich liebe Masken, weswegen ich das persönlich auch feiere. Ne? Ich weiß aber nicht, ob Männer das so sehr feiern. Dann schauen wir mal in den 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich fände es ja auch schön, wenn Männer auch mal so im Adventskalender irgendwie eine Kerze oder sowas für Me-Time drin hätten. Vegan Chunky Flavor. More Nutrition. Oh, Leute. Da geht gerade das, also da kocht gerade das Internet, Leute. Geschmack gebrannte Mandel mit echtem Mandelkrokant. Perfekt zum Zuckersparen. Gib mal More Nutrition einfach bei YouTube in der Suchleiste ein. Da ist gerade so ein ziemliches Mega-Gedönsen unterwegs. Also da wurde viel gemacht. viele Videos. 90 Gramm haben wir hier drin enthalten. Und ich bin ganz ehrlich, ich hatte tatsächlich auch eben durch diese ganzen Berichterstattungen, die man gesehen hat, durch den ganzen Shitstorm, den die halt bekommen haben, auch mir so gedacht, hä, was ist das denn? Ich kenne das nicht, ne? Und hatte auch tatsächlich mal drüber nachgedacht, mir sowas dann mal zu holen, um das einfach mal auszuprobieren und war aber zu geizig, weil das ist ganz schön teuer. Und jetzt habe ich was da, kann das ja mal ausprobieren. Ich will ja nicht abnehmen oder so, es ist jetzt einfach nur mal zum Probieren, ne? Ja, genau. Oh, die Nummer 19 ist richtig schön groß. Die werden ja aber, nein, die haben ja gerade schon Food drin gehabt. Was haben die denn hier reingepackt an Beauty? Oh, das ist ein Lifestyle-Artikel. Oh, das finde ich cool. Das hat mein Freund auch schon. Infinite Navy von Kalin Om. Ein Eau de Toilette for Men. Das ist eine Full Size 60 ml. Kein sackenteures Produkt oder so. Aber trotzdem, dass die hier in die 19 ein zweites Parfum mit reinpacken. In so einer Größe finde ich mega, mega, mega gut. Chapeau, Leute. Das finde ich wirklich toll. Also die Duftnoten blende ich euch mal ein. Das ist halt schwierig, weil Kalin ist halt auch eine Marke, die du, glaube ich, bei Rossmann bekommst. Ne, nagel mich nicht drauf fest. Da sind nicht so die Duftkompositionen aufgeführt, wie man das normalerweise so bei Parfümerien kennt oder so. Finde ich richtig geil. Und du hast ja halt wirklich eine große Sache mit keine Ahnung wie viel Millilitern drin. Steht wahrscheinlich auf dem Produkt drauf. Aber ich werde es halt weiter verschenken, weil mein Mann ist versorgt. Weiter geht die wilde Reise am 20. Dezember. Wir sind jetzt schon auf dem Endspurt Richtung Heiligabend. Und ja, jetzt müssen die natürlich müssen die Food reinpacken. Der Tullamore Irish Whiskey. Und hier sind 50 Milliliter drin. Den habe ich damals hatten mein Freund und ich auch eine Whisky-Vitrine. Wir haben immer noch einen Whisky-Schrank, aber aufgrund der Tatsache, ja, mein Hintern ist eingeschlafen, Entschuldigung, dass wir beide nicht mehr so wirklich Alkohol trinken, haben wir halt nicht mehr unsere Whisky-Abende oder so, wo wir da einfach unseren Whisky schlürfen. Ja. Haben wir tatsächlich auch getrunken. Ich fand den okay, war aber jetzt nicht so super besonders. Also da hatten wir schon ganz andere, diesen Artback Ölgedölk zum Beispiel. Der war super krass. Also das war der krasseste, den wir überhaupt hatten. Der hat wirklich geschmeckt. Das war auch so eine ganz besondere Sorte, glaube ich, davon. Als wäre alles einfach nur verbrannt gefühlt. Das ist so ganz, ganz, ganz intensiv. Aber ne, wir hatten auch so super süße und super leckere. Oh, wir hatten so leckere Whisky-Sorten. Ja, genau. Aber der Tullamore war jetzt wirklich so im Mittelfeld, sodass man sagt, okay, das ist so ein Allerwelts-Whisky. Deswegen passt das definitiv in einen Adventskalender. Die Nummer 21. Und ich muss gestehen, eigentlich war es auch eher so Schatzis Whisky-Vitrine. Ja, es war weniger meine. Ne? Er hat mich da auch einfach mal so ein bisschen mit in seine Liebe reingezogen. Beef Classic von Just Spices. Auch das passt richtig gut, weil, falls ihr Bock habt, irgendwie bei Just Spices euch umzuschauen. Ich habe auch eine Kooperation mit denen, sodass ich dort einen Affiliate-Rabattcode habe. Das ist Just Cloudy.
Damit könnt ihr, ich glaube, aktuell bekommt ihr damit ein Gewürz gratis. Also ich glaube, da habe ich aktuell das Bratkartoffelgewürz ausgewählt. Muss ich mal gucken. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer liebstes Gewürz bei Angel Spices ist, dass ich das dann einfach ändern kann, gegebenenfalls. Finde ich auch passend für den Adventskalender hier, ne? Ja, schön. Und ich finde die Gewürzmischung von Just Spice ist einfach toll, deswegen finde ich das in Ordnung, auch wenn das jetzt nicht so einen super hohen Wert hat, irgendwie 5 Euro, 6 Euro, denke ich mal, ne? Aber nö, da fährt man ganz gut mit hier. So, die Nummer 22 ist jetzt hier in meinen Händen und dort gibt es noch was zu naschen, ein Sven Jack Cookies Cream. Ui, das ist meins. Hoho. Ja, sowas mag ich schon, ne? Also das esse ich mir wirklich mal so zwischendurch. Da kommt das auch ganz gut und ich habe hier irgendwie, irgendwas klebt an mir. Schön. Finde ich gut. Also zum Beispiel, wenn ich gleich den Adventskalender gedreht habe, wir haben es jetzt 7:45 abends und dann habe ich vielleicht ein Hüngerchen und dann esse ich mir einfach so einen Riegel. Die Nummer 23, der Tag vor Heiligabend. Manche Firmen packen hier Dusch. Wir haben hier noch gar kein Duschgel, Leute. Kein Duschgel, keine Bodylotion. Ja, hier kannst du ein bisschen spielen. Wizard, ein Schnupperspiel von Ken Fischer. Das ist halt irgendein Spiel mit so... Ist das wie so ein Quartett? Nee, weiß ich nicht. Also das ist auf jeden Fall eine so eine Karte. Weiß ich nicht. Sagt vorher, wie viele Stiche ihr in jeder Runde gewinnen werdet und sammelt so Punkte. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Ist ein bisschen wie ein normales Mau-Mau-Spiel oder so, ne? Nur halt mit anderen Bildern drauf wahrscheinlich. Okay, ja, passt auf jeden Fall auch Richtung Heiligabend, ne? Weil da ist ja auch so Familienzeit und dann werden auch mal so Karten gespielt. Wir haben damals immer Doppelkopf gespielt. Oh. Also bei uns, ne, Familienfeiern waren immer Doppelkopf. Und mein Freund hat damals auch immer gesagt, ich glaube, ich habe verstanden, wie Doppelkopf funktioniert. Er wusste nie, wie es funktioniert. Wir haben versucht, es ihm mehrfach beizubringen. Wer am lautesten auf den Tisch haut und schreit, der gewinnt. Und das haben meistens die Männer bei uns gespielt. Aber ich hatte das großartige Glück, dass meine Eltern mir das auch sehr früh schon beigebracht haben und ich dann auch immer mitspielen konnte. Ja, das war schon cool. Dann hatten wir irgendwann auch mehrere Doppelkopfrunden und nicht nur immer die eine. War gut. Die Nummer 24, Heiligabend, habe ich jetzt hier. Und da haben wir jetzt was von I Want You Naked drin. Ich wusste gar nicht, dass die auch solche Produkte herstellen. Ja, also quasi auch für den Mann, ne? Face and Aftershave Balm for Heroes haben wir hier drin mit 30 Millilitern. Das ist wirklich eine recht hochwertige Marke. Und ich finde es cool, dass wir das hier drin enthalten haben. 30 Milliliter ist nicht das meiste. Aber es ist schön, dass es hier mit drin ist. Und auch ein schönes Produkt für die 24. Da hätte ich mir vielleicht wirklich ein größeres Produkt noch drin gewünscht. Aber ich glaube, dass das Produkt an sich recht hochpreisig ist. Und dann passt das, ne? Okay, also, wir haben jetzt einmal hier den ganzen Adventskalender ausgepackt und vor uns stehen. Wir haben hier schon einen guten Mix drin. Witzigerweise vermisse ich tatsächlich Duschgel. Ja, aber ansonsten haben wir hier einen bunten Mix für den, also in dem Adventskalender. Und ich finde auch, dass er sich für die 89,99 lohnt. Ja, es wäre natürlich lohnenswerter, wenn man den irgendwie rabattiert bekommen hätte, ne? Keine Ahnung, ob die den nochmal restocken oder ob da irgendwelche Retouren dann reinkommen, sodass sie den halt nochmal da haben werden. Aber ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, weil das ist ein guter Adventskalender, oder? Ich meine, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so meint. Ansonsten, ja, habe ich euch gezeigt, was drin ist. Ich persönlich finde es richtig geil, dass wir auch sogar zwei Parfums drin haben. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.